Kamera läuft. 31 SA 011, die dritte. Mein lieber Herr, schlecht verkehrt. Hi, ich bin Gero von Sam Records und ich habe ein, zwei Informationen für euch. Wir haben Feed the Reapers nun endlich abgedreht. Der Film ist im Kasten. Das Einzige, was fehlt, sind ein, zwei Inserts, die wir eventuell ohne Darsteller problemlos aber nachdrehen können. Aber sonst ist soweit das ganze Ding im Kasten. Und dann darf es nächsten Monat auch mal endlich in die Post gehen. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal auf ein anderes Filmprojekt hinweisen, und zwar auf den zweiten Film von Stefan Sirecki, Die Fremden. Ich war beim Teaser-Dreh dabei, habe so ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage gemacht und war sehr spaßig, war lustig. Und das Coole an so einem Projekten ist ja immer, das sind überwiegend immer die gleichen Gesichter, die man dann trifft. Was ist das denn hier eigentlich schon wieder? Ich rufe die Jungs. Möchtest du auch einen Becher? Ein Kellerbier würde ich nehmen. Ja. Oh, ich ahne schon wieder Böses hier. Hier schon wieder die Geheimkamera unterwegs. Eingeschenkt wurde ordentlich auf physischer Ebene. Selbst der Regisseur hat hin und wieder einstecken müssen. Wo sind die beiden? Wer Stefans ersten Film Hai 8 gesehen hat, der weiß, dass da eine ziemliche Effektbombe auf einen zurollt. Für die Effekte zuständig ist wieder Philipp Rathgeber, der auch in meinem Film ordentlich abgeliefert hat und beim Teaser-Dreh ebenfalls. Allein die Frau mit den Scherben im Gesicht oder auch diese Minotauren, das hat er schon ganz ordentlich gemacht. Eine Story hat das Ganze natürlich auch, und zwar geht es um drei Dämonen, die quasi jeder für sich seine eigene Hölle haben, seine eigene Farbe und seine eigene Bestrafungsmethode. Und diese drei Dämonen kommen auf die Erde und treffen sich in der gleichen Stadt, und das ja, bringt hin und wieder den ein oder anderen Konflikt mit sich. Ja, die Jungs und Mädels brauchen also noch ein bisschen Unterstützung. Schaut mal rein in das Projekt, eventuell habt ihr ein paar Pennies über. Alle Verlinkungen und die Seite direkt ist alles unten in der Beschreibung drin. Guckt einfach mal rein und schaut euch das Ganze an. Ach, du siehst auch gut aus. Ja, finde ich gut, ja. Zufrieden, zerstört, geschlagen und so.